Es ist soweit, die Alpha ist am Start vom Spiel, vom Klimm. Und ich bitte euch jetzt einfach, zieht euch dieses Video rein. Ihr unterstützt damit nicht hauptsächlich mich, sondern Klimm. Indem ihr dieses Projekt, was er geschaffen hat, euch reinzieht, dann am besten auch vielleicht Feedback gebt und es euch auf die Steam-Wunschliste setzt. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das macht ihr unbedingt. Auf die Steam-Wunschliste. Link ist in der Videobeschreibung zu Steam. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Our Class. Archaeologist Arthur McConner is now missing for more than 2 weeks. His latest expedition in Egypt with the man who was leading the search said in an interview that it is highly unlikely for the archaeologist to still be alive. McConner's last GPS signal came from... Das ist Klimm. Seht ihr das? Klimm hat sich selbst in seinem Spiel verewigt. Oh nein, Black Screen. Oh, es geht weiter. Ich erzähle euch die Story gleich. Genießt die Bilder und dann erzähle ich euch die Story. Wenn ich sie noch richtig weiß. Ich finde dieses Artwork einfach so richtig geil. Also diese Grafik. Und die Musik dazu. Hourglass. Oh, so geil jetzt mit Animation so. Ja, Hourglass ist das Stundenglas. Das, was sich so dreht und so. Und was man so hin und her drehen kann. Auf jeden Fall zur Story. Es gibt, diesen Forscher, den wir da gesehen haben, der ist halt vermisst und wir machen uns jetzt im Prinzip auf die Suche und das Gameplay ist halt wirklich der Wahnsinn, da geht es im Prinzip um Zeitreisen. Deswegen muss man da immer Köpfchen, Klick einschalten und auf jeden Fall gut aufpassen und denken. Ihr könnt dieses Spiel unterstützen, indem ihr es auf eure Wunschliste setzt. Damit unterstützt ihr vor allem Klimm und seinen Partner, mit dem er das Spiel da natürlich entwickelt. Und wir genießen jetzt das Spiel. Oh, da ist ein Knopf. Und den muss ich wahrscheinlich da draufsetzen. Dann komme ich da rein. Weil so komme ich nicht rein. So, mit Left-Click. Okay, Ach so. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt trage ich ihn. Und kann ihn da draufsetzen. Ah, okay. Man sieht so die Silhouette. Ah, okay. Ich muss Left-Click muss ich nicht gedrückt halten. Ich kann es einfach draufklatschen dann. Und man sieht so eine Silhouette, wo der dann landen wird. Geil. Finde ich nice. Und es leuchtet so schön. Ich finde das Leuchten so toll. Alter, diese Umgebung ist halt wirklich wunderschön gemacht. Okay, da drin scheint was zu sein. Da gehen wir mal gucken. Okay, ich muss wahrscheinlich den Dinger da reinmachen. Und ja, richtig easy. Okay, es sind ja auch die Anfangsrätsel, ne? So, Ach, warte. So, zack und zack, dann hier hoch und hier rüber, den wieder mitnehmen, hier draufsetzen. Ist ja ganz einfach, dieses Rätsel hier. Aber Alter, ich finde das Spiel jetzt schon richtig gelungen, Alter. Oh, Klimm, ich freue mich so übel für dich. Oh, guckt mal hier. Ich glaube, so, oh, eine Anleitung hier. Da ist einer mit so einem Dings. Da oben ist so ein Ding. Ah, warte, nee, pass auf. Die waren in der Mine in Minecraft und haben Stein geerntet. Die wollten nämlich eine Kuppel bauen. So, eine Kuppel. Und dann ist einem ein Stein runtergefallen und da war so ein Edelstein drin. Und dann ist er irgendwie die Kanalisation entlang gekrochen. Und dann war er der Steinträger oder so. Da, guck mal, jetzt geht's los. Hier ist so ein Ding. Damit komme ich in die Geisterwelt und nehme auf. Ich glaube, also so nehme ich auf einfach. Das ist, ich nehme jetzt meinen Geist auf, werde zurückgesetzt und ihr seht, das bin ich. Das bin ich und jetzt geht die Tür auf. Das ist das Gameplay, ne? Moin, ich. Und das habe ich gerade aufgenommen. So, und jetzt ist fertig und jetzt komme ich nie wieder zurück. Scheiße gelaufen. Bin gefangen. Ne, aber so funktioniert das Spiel. Da unten gibt es sogar ein Saving-Dingsbums. In Form von so einem Hourglass. Finde ich nice. Also sobald man hier durchläuft, fängt das an, dich aufzunehmen. Und dann muss ich im Prinzip mit mir selber spielen. So eine Art Geist. Ne? Wir haben jetzt hier so ein Ding. Guck mal. Wenn ich das hier drücke, gedrückt halte. Oder einmal gedrückt.
Ah, okay, dann geht's weg. Ah, okay, okay, okay. Ist easy. Also, wir müssen jetzt auf diese Plattform drauf. Warte. Wenn ich das jetzt schon so mache, kann ich doch easy da drauf gehen, oder? Und hab's dann geschafft. Ach so, nee, es muss auch jemand ausmachen. Warte, ganz einfach. Wir gehen durch. Warten. 6 Stunden später. Drücken drauf. Und dann ist vorbei. Jetzt werden wir zurückgebeamt. So, und jetzt müssen wir hier drauf. Guck. Oh, schön. Ich habe mit mir selber gespielt. Nice. Also so einfach sind diese Rätsel, ne? Der nächste Raum und das nächste Rätsel. Also ich schätze mal, wenn man hier drauf steht, dann kommt eine Brücke von oben runter. Wir müssen dann ein Stockwerk hochfahren. Also muss ich jetzt zuerst den Würfel nehmen, den Block und hier draufsetzen. So, zack. Damit ich da hinten diese Brücke nehmen kann. Oh, und hier so die Deko mit so Blumenvasen. Ne, das sind halt Wassertröge, Kröge, Krüger, Krüger, Krüge, Kroge, Krüge, glaube ich. So, gucken, dann gehe ich hier rein. So, geh hin und nehme den einfach wieder runter. Und mit E kann ich es unterbrechen. Und kann jetzt sehen hier so, oh, da nimmt er Dings und dann gehe ich hier hoch und dann nimmt er das weg und dann fliegen wir hoch. Voll geil, Alter. Oh, ich habe eine Idee. Das wird jetzt witzig, glaube ich. Ich kann das nehmen. So. Zack. Okay, wir müssen jetzt einberechnen. So, ich laufe da durch. Bla, 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 bla. Dann stehe ich da drauf, dann nehme ich das und ich hoffe, das geht so. So, Achtung. Moin! Yay! Okay, das sieht irgendwie witzig aus. Man sollte eine Halten-Animation noch machen, ne? Tschüss! Ey, so geil, der löst sich dann auf. Das gab's in der Demo-Version gar nicht, Alter. Guck mal, hier gibt's so verschiedene... Da gibt's endlich diese Pyramide und hier gibt's so verschiedene Tempels. Oh, geil. Aber es ist so schön. Da steht einer... Moin, das ist der aus dem Thumbnail. Und hier gibt es die verschiedenen Schreine. Achtung, Sequenz. Wow, after all these years, I finally found it. I guess I'll have to find out what that means. This whole place looks like a huge mechanism, probably driven by those buttons. And only one seems to work. Voll geil. Ich frage mich, ob es davon eine deutsche Variante geben wird. Auf jeden Fall ist hier so dieses große, krasse Tor. Und dahinter wird wahrscheinlich, also wenn wir das Spiel durchgespielt haben, dahinter wird dann was Krasses sein. Und wir haben jetzt hier die verschiedenen Tempel, sage ich mal. Hier müssen wir diese Steine reinmachen, die wir auf dieser Tafel gesehen haben. Oh, geil, das dreht sich. Das ist auch wie so eine Uhr. Tick-Tack, ne? So, Achtung. Ah, jetzt? Lol. Seltsam. Warte, ich kann ja auch runterspringen damit, ne? Ich dachte gerade, ich kann keine Treppen gehen damit. So, so. Oh Gott. So schön, dieses Spiel. Ey, das ist so schön, das Spiel. Muss ich Glimm dann erstmal eine Sprachnachricht schicken. Na? Sesam, öffne dich. Muss sein. So, jetzt kann ich das nehmen. Geile. Oha. Wir haben den Skarabäus. Geil. Hä? Hä? Hä?
Aber ich habe noch mal so ein extra Ding gesammelt. Das seht ihr da oben, ne? Einmal den Skarabäus und ich habe 5 anstatt 4 gesammelt. Ich habe ein Bonusteil. Geil! Alter, man sieht die Pyramide ja gar nicht. Das ist eigentlich eine Pyramide hier. Oh! Moin. Wir sind wieder zurück. Oh! Der Teleporter. Das sind Teleporter. Geil. Ich dachte, das wären irgendwelche Räder. Da bin wieder da. Leute, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Ich freue mich sehr über jeden Zuschauer, wenn wir auch solche Sachen machen. Und nicht nur Minecraft, ne? Richtig geil. Ui. Jetzt stecken wir das Ding da rein. Zack.